Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich muss mich heute mal ein bisschen beeilen, tatsächlich, weil ich sonst gegebenenfalls nicht schnell bin. Ganz genau. Das ist der Sinn dahinter. Nein, eigentlich ist es so, ich warte hier nur noch, oder wir warten hier nur noch auf ein Paket und das Paket, das ist bisher noch nicht gekommen und ja, angeblich ist der Bote noch 5 Stops entfernt und ich dachte mir, ich versuche mal in der Zeit schon mein Kreuzworträtsel für heute zu machen. Die Kuhantilope ist auch klar, Futternapf ist noch mir nicht klar, Neustart, Restart, Reset, na. So, dann ist der Futternapf der Trog, ja. Geschmack oder Aroma? Spielte James Bond, das war Sean Connery. Ulna, habe ich keine Ahnung, was damit gemeint ist, erstmal. So, Ahndung ist Strafe, läuft. Dann haben wir hier den Flavor. Das ist wieder mal so ein schöner Anglizismus in meinem Wortschatz. Es könnte auch ein Anderssprachizismus sein. So, Ulna ist wahrscheinlich dann die Elle, ja. Genau, fränkischer Hausflur ist der Herrn. Das hatten wir schon mal. Vortrag ist ein Referat, ja, läuft. Handelsgut ist eine Ware. Papageienart ist, weiß ich noch nicht. Windjacke, nee, überfällig, nee. Lehre einer indischen Religion, puh. Hinduismus ist irgendwas. So, dann haben wir erstmal hier Town. Einfallspinsel ist ein Narr. Tantra. Ach ja. Papageienart ist Bär. Nein. Okay, Rea vielleicht. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier. Ah. Okay, das ist der Anorak. Genau. Dann ist das nämlich Kea. Kennzeichen von Kanada ist CAN. Taufzeugen sind Paten. Überfällig ist. Ja. Escudo ist ESC. Spast. Nein, überfällig ist nicht Spast. Kurvenlose Strecke ist eine Gerade. Das könnte sogar stimmen, ja. Spät. Spät ist überfällig, natürlich. Verbindungsbolzen. Irgendwas mit Need vielleicht? Ja. Handlung ist die Tat. Eingangs ist erst. Ja, läuft. Weitwerk. Ah, Haarklammer. Ist eine Spange. Ah, heftiges Verlangen ist Gier. Ja, das kennen wir. Nicht so. Anders. Genau. Kleiner Happen. Snack. Drahthaube beim Fechten. Weiß ich gerade nicht. SL ist es nicht, SZ ist Salzgitter. Okay, Extrakt ist die Essenz. Boah, das läuft ja heute erstmal. Anke Engelke, so, was haben wir noch? Maske. Wow. Die Therme ist das. Und dann haben wir hier den, das Langohr, weiß ich noch nicht. Englische Halbinsel. Irland, nee. Ehemalige Tschechoslowakei ist. Oh Gott. Kokett. Das sind ja jetzt. Bursche ist nicht Bube. Okay. Schriftsammlung ist eine Akte. Ja. Unterrichten ist Lehren. Machen wir das erstmal. Wie viel Zeit haben wir schon? 4 Minuten sind rum. Ein bisschen Einleitung war noch dabei. Keck ist kokett eigentlich, aber hier nicht. Oder vielleicht ist es auch nicht so. Langohr. Was haben wir hier noch? Englische Halbinsel ist dann wahrscheinlich Wales. Ja. USSR? Nein. CSSR. Ja, die USSR ist nicht ehemalig. Also, Langohr ist der Esel und dann ist der Bursche der Kerl. Und Weitwerk. Jagd. Okay, so könnte ein neuer Rekord gewesen sein. Boah, ging ja mal richtig schnell. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich gerade, der Postbote bald kommt und ich mich beeilen muss. Na, wie dem auch sei, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wurzelbrand. Doktor. Ist zum Beispiel das, dann weiß ich, dass das ein Z ist.
Kreuzesinschrift. Sommernascherei. Weinbeere ist die Rosina. Also ist die Sommernascherei irgendwas mit E. Alle, weiß ich nicht, auf Französisch, Vereinte Nationen sind die UN, UNO oder sowas. Gitarrenbespannung, Saiten. Das ist dann ein E. Das ist ja ein cooles Rätsel. Okay. Das ist ja witzig. Ostgermane, Pole. Keine Ahnung, vielleicht. Machen wir mal. Ich gebe mal ein paar Sachen ein. Aber ist euch aufgefallen? Okay, die Weinbeere ist keine Rosine. Dann meinen die was anderes. Vielleicht, da habe ich jetzt auch falsch gedacht. Eilschritt, Galopp, nein. Alterung, Rechtsspruch ist das Urteil. Machen wir erstmal das. Aber wir haben hier eine 2 und eine 2. Das ist mir ja noch nie passiert. Mann von Steffi Graf. Ist das nicht Agassi? Ja, Andre Agassi. So, wird interessant beim Lösungswort. Das ist online, das heißt. Ja. Irgendwas mit Gel am Ende. Hagel, wenn es wirklich. Warte mal, Doktor ist der. Zügel vielleicht. Zügel könnte es sein. Portale sind Tore. Nahe ist. Ja. Stange. Herbstblume. Immer diese Blumen. Geschäftsordnung sind die AGB, ist aber nicht das Gemeinte hier. Aufgebracht, erregt, ist es nicht. Erzürnt, nein, auch nicht. Exzess, Affenart, Gibbon? Boom! Dynamik, Elan, ja, das haben wir mal wieder. Christine. Auditorium ist eine Aula. Dienstschwur. Irgendein Eid wahrscheinlich. Adam. Ja, dann ist das hier. Christine. Irgendwas mit Bauer wahrscheinlich. Frauenname Erna. So, Pusten ist auch Blasen. Keine Ahnung. Weiß ich zufällig. Bezeichnung ist Name. Dienstschwur, Amtseid. Weil ihr im Amt seid. So, nicht ohne ist mit. okay. Nie gehört tatsächlich. Sommernascherei ist ja dann wohl das Eis. Ziegel meinen die wohl dann. Jetzt bin ich ja mal, also dann müsste das ja ein. Das ist cool, das Rätsel kann man gar nicht lösen. Oh, verdammt. Das Lösungswort ist Ziegel, möchte ich nur mal sagen. Das ist ja ehrlich. Oh, das ist ja noch nie passiert. So, Vereinte Nationen. Also erstmal ist das und das und so. Dann wahrscheinlich tu. Ja. Umgangssprachlich, denn mein Brummi, der ist knapp 5 Meter breit. So, und die Weinbeere ist einfach nur die Traube gewesen. Oh Mann. Eilschritt. Wurzelbrand. Scharfe Kante ist auch. Was ist denn noch? Ich mach hier mal ein N hin. Alterung. Aging. Oh, schon wieder dieses. Oh, Exzess ist Orgie. Aufgebracht. Ich habe keine Ahnung, wer die Schauspielerin sein soll. Die Reise ist aber die Fahrt. Das haben wir schon mal. Wie heißt denn das nochmal? Ich hab's auf der Zunge. Dann machen wir erstmal hier Zeichencode. Ist ASCII. American Standard Code for Information Interchange würde das, glaube ich, heißen.
Bond-Regisseur. Ne, da bin ich raus. Ahnung, irgendwas mit Eibauer, Weibauer? Neubauer. So, das ist dann Zornig. Glenn, wer auch immer das ist. Die Satzung. Oh, das war das Wort. Musikalischer Begriff. Tonart. Wow. Ja. Okay, was haben wir noch so? Stange. Stab. Natürlich. So, nahe ist bei. Wurzelbrand ist dann wohl Enzian. Ja. Eilschritt. Nee. Steno? Eilschrift. Ach, nicht Eilschritt. Ja, das hätte ich schneller haben können. Herbstblume. Ist dann wahrscheinlich die Aster? Ja. Scharfe Kante. Ist ein Grat. Und bam! Wir haben das Lösungswort Zegel rausbekommen. Und wir sind noch. Oh, wir sind unter 12 Minuten. Also ich glaube nicht, dass es ein neuer Rekord ist. Vielleicht habe ich ja an ein paar Stellen so ein bisschen. Das Doofe ist, ich stoppe ja auch nicht mit. Ich stoppe einfach nicht mit. Ich sollte mal mitstoppen. Nächstes Mal. Nein, eigentlich. Nein, nee. Obwohl, ich könnte einen Timer einbauen. Ich könnte einen Timer einbauen. Ich könnte einen Timer einbauen, den ich wirklich jedes Mal jetzt laufen lasse. Einfach nur, um zu sehen, ob ich das in Rekordzeit hinkriege. Nein, wir müssen das ja auch mal gemütlich machen. Es muss ja auch mal locker, so mit ein bisschen wenig. Also, keine Ahnung, Christine Neubauer. Das sagt mir jetzt auf einmal, wo ich es lese, vielleicht doch was, aber so könnte jeder heißen. Möglicherweise. Tja, ja. Hab letztens ein Video gesehen, möchte ich mal schnell, wo ich ja jetzt noch Zeit habe, möchte ich das ja gerne mal verlauten lassen. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat sich jemand drüber gewundert, dass jemand Martin Frank heißt, also zwei Vornamen als, also einen Vornamen als Nachnamen hat. Es war recht interessant, da mal drüber nachzudenken, denn eigentlich sind Vornamen als Nachnamen ja eigentlich gar nicht so unüblich. Ja. In dem Fall ging es darum, dass jemand offensichtlich irgendeinen Scam macht und dementsprechend man auf alle möglichen Details achten sollte. Wobei ich aber sagen würde, beim Namen, zwei Vornamen als Vor- und Nachname, muss nicht zwangsläufig ein Zeichen sein. Ich habe da weiter drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, Mensch, das ist sogar im englischsprachigen Raum relativ verbreitet. Also das gibt es dort auch. Also das war jemand, der kam aus England, glaube ich. Ja, doch, lebt in England und ja, deswegen kann man davon ausgehen, ja, so wie hier im Deutschen, dass man Walter heißen kann mit Nachnamen, dass man, weiß ich nicht, Günther mit Nachnamen heißen kann oder sonst da was. Ich kenne mich ja aus. Ich habe ja selber einen Vornamen als Nachnamen, also dementsprechend. Und ich habe schon jemand anderen getroffen, der denselben Nachnamen hat, aber anders geschrieben. Ist auch schön. Jedenfalls, was wollte ich damit sagen? Ja, also im englischsprachigen Raum muss das jetzt vielleicht nicht so krass sein wie bei uns, wo man alle möglichen Vornamen, alle möglichen deutschen Vornamen auch als Nachnamen findet. Also ich habe auch schon mit Personen zu tun gehabt, die Friedrich hießen, mit Nachnamen. Oder was haben wir noch so? Also gab auf jeden Fall schon einige. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, weil sie mir gerade nicht. Otto, natürlich. Heinz, Ketchup. Gehen wir mal weiter im Text. Und mir ist aufgefallen, naja, ein schönes Beispiel für sowas im englischsprachigen Raum ist der Name Sheldon Cooper. Den kann man umdrehen und hat trotzdem noch eine Vor- und Nachnamenskombination. Ja, beides geht sowohl als Vorname als auch als Nachname. Jedenfalls mit dieser Anekdote entlasse ich euch in den Feierabend und ja, hoffe, mein Paket oder das Paket, jenes Paket, kommt demnächst noch. Ja, und
Ich freue mich, hoffentlich euch wiederzusehen beim nächsten Mal. Also dann, bis dann. Tschüss.